Hallo zusammen, Michi ist wieder euer Tiller und heute bin ich mal wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen nämlich einmal den Vault aufmachen und ja, diesmal mit ein wenig mehr Chars, denn letzte Woche war Timewalker-Woche und ich war mit sehr vielen Charakteren im Timewalker drin, nicht mit allem, ne? Also wir machen jetzt nicht 140 Chars auf, wie ich es jetzt schon mal hatte. Ich weiß auch gar nicht, wie viel es insgesamt sind, aber es sind auf jeden Fall einige. Hat den Hintergrund, ich habe da noch die Tiermox gefarmt und Richtung Ende habe ich halt nur noch bestimmte Rüstungsklassen gebraucht. Dementsprechend habe ich das nicht mit allen gemacht. Um vielleicht mal so ein bisschen noch vorwegzugreifen, für die, die da jetzt sich fragen, was mir noch fehlt im Timewalker nach dem Hardcore-Spam, ist einmal hier zwei Instanzen, ne? Die Mana-Gruft, da fehlen mir noch zwei Items und im tiefen Sumpf einmal hier Platte, Kette und ein Stärkeschwert. Und im Raid war ich auch drin. Black Temple, da habe ich die Kisten gefarmt. Bloß, das bringt nichts für ein Vault. Ne? Also wirklich nur die Dungeons bringen was. Der Timewalker Raid bringt leider tatsächlich nichts für den Vault. Gut, soweit so gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Mit ein paar Chars war ich auch im LFR unterwegs, habe mir das angeguckt, aber das werden die wenigsten sein. Schauen wir mal mit dem Main einmal rein. Ich habe leider kein M-Plus gemacht, weil ich wirklich mit Timewalker durchgezogen habe. Heißt, mit dem haben wir jetzt hier auch lediglich HC-Gear drin. Jetzt gucken wir mal, was Sinn machen würde. Also wir haben eine Non-Z-Brust am Start und wir hätten eine Z-Brust am Start. Die ist jetzt halt nur eine HC-Item-Level in Anführungszeichen, aber die nehmen wir trotzdem. Die bringt mir A einen T-Mog und ist tatsächlich sogar ein Upgrade. Weil, nee, das ist sogar kein Upgrade, sehe ich gerade. Da habe ich sogar so, schon eine höhere. Aber zumindest ist es ein Set-Teil und ich krieg einen T-Mog. Naja, komm, dann nehmen wir es mal mit, das Ding. Ne, es sind sogar Beine, es ist gar kein... Ich dachte, das ist eine Brust, es sind sogar Beine. Gut, nehmen wir das Ding mit und haben einen T-Mog mehr. So, legen wir das mal darunter und dann gucken wir mal weiter. Mir ist gerade noch eingefallen, ich könnte das Ding wahrscheinlich sogar auch upgraden und wird dann wahrscheinlich sogar noch einen T-Mog rausziehen. Nevermind. Ich habe anscheinend das Höhere schon. Das war jetzt hier LFR-Item-Level und das Normal hatte ich anscheinend schon. Okay, hat sich erledigt. Hat sich erledigt damit. So, als nächstes haben wir einen Hexenmeister. Jetzt schauen wir mal, was der Schickes am Start hat. Also da werden halt auch, ne, jetzt wieder die Timewalker-Item-Level-Geschichten rauskommen. Okay, das habe ich schon beides. Sowohl eine Schulter als auch Schuhe. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe jetzt letztens gelernt, wenn ich hier bei den Erweiterungsfeatures Belebungskatalysator anklicke, dann kann ich mir quasi anschauen, Season 4, ne, das ist nämlich hier, ist es nicht drin, da hast du Gewölbe, Aberus, Amidrasil und die PvP-Sachen, aber nicht die normalen Sets, ne, das hat mir letztens der Darkhal erzählt. Dass die, weil der hat das da auch eingetragen, wie das klappt. Das wusste ich nicht, dass das halt nur in der Minilist drin ist. Und ich vermute, das ist ja LFR-Item-Level dann. Oder müsste noch sein. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit dem Hexenmeister dann gucke, ob ich da die Sachen zum Beispiel noch brauche. Also hier würde ich LFR-Schultern brauchen. Bedeutet, wir nehmen die jetzt mal. Schuhe ist, glaube ich, eh hat dieselbe ID wie in den anderen Seasons. Also da dürfte sich eh nichts tun. Dann nehmen wir jetzt mal die Schultern und testen das mal, was das jetzt im Katalysator quasi ausmacht, ne? Eventuell können wir da noch einen T-Mog rausholen. Dann hat er gleich schon mal einen Z-Bonus. Platte mal hoch. Ich habe einige Timewalker-Items schon reingebastelt letzte Woche, ne? Und habe mir das ein oder andere T-Mog-Teil geholt. Die sind aber... wie ihr seht, hier normal habe ich das meiste jetzt schon. Die sind tatsächlich, obwohl die im Item-Level niedriger sind, werden die zum Normal-T-Mog. Also hier die 467er Timewalker-Items, wenn man die in den Katalysator reinpackt, werden die zum Normal-T-Mog. Obwohl die ja eigentlich sogar unterm LFR-Item-Level sind. Also es macht irgendwie gar keinen Sinn bei Blizzard, aber es ist halt so. So, jetzt testen wir das mal. Das machen wir jetzt mal kurz zu. Wenn ich das hier reinpacke, dann kriege ich... Was steht dran? Ich kriege LFR-T-Mog. Okay, also das klappt soweit. Und seht ihr, wenn ich jetzt die hier reinpacke, seht ihr, unten kriege ich Aberus Normal-T-Mog. Warum auch immer, obwohl das niedriger ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Kopf hier reinpacke, der bringt mir sogar HC-T-Mog. Ne? Ich habe jetzt zwei Aufladungen. Ich würde einfach sagen, komm, wir packen den Kopf jetzt hier rein.
nehmen den mit und dann machen wir die Schultern noch. Und dann haben wir mindestens 2er-Set-Bonus mit dem Char und 2 T-Mox mehr, beziehungsweise es könnte sogar klappen, dass ich 3 mehr habe, weil das ist ja auf 4 von 8 und ich könnte das mit den Drachenwappen, die ich jetzt hier noch habe, indem ich habe die Dings gemacht gehabt, ne, die Daily Quests tatsächlich, und da gibt es einige von den Drachenwappen. Die könnte ich dann noch upgraden und müsste eigentlich auch nochmal einen T-Mock kriegen. Da fliegen wir jetzt mal kurz noch runter zum Upgrader. So, wir haben ja jetzt mittlerweile hier außen auch so einen Upgrade-Typen rumstehen. Das hat er jetzt schon ein bisschen verdrängt. Jetzt können wir mal gucken. Also, wenn ich die Schultern jetzt einmal hier reinpacke, dann müsste ich ja bei 5 das Normal-T-Mock kriegen, oder? Jawohl, jetzt habe ich Normal und quasi LFR-T-Mock. Und die Dinger, ja gut, die brauchen halt die größeren Marken, ne? Auf 5 brauchst du halt auch die Aspektwappen. Und einige Flugsteine, so wie es aussieht. Schau ich mal, kann ich da sonst noch was reinpacken? Nee, ne? Okay, gut, dann gucken wir auf den nächsten Char weiter. So, dala, nächste Char. Jetzt schauen wir mal, was wir da Schicks drin haben. Okay, der hat auch wieder 2 Möglichkeiten. Einmal ein Trinket und einmal einen Kopf. Ich glaube, ich werde den Kopf nehmen, oder? Jetzt schauen wir mal kurz, was All the Things einmal sagt. Katalysator brauchen wir wieder. Nicht alles, sondern nur Umgebungskatalysator. So, hier haben wir Season 4. LFR Magier. Ja, den Kopf brauchen wir noch. Okay, wir nehmen den Kopf. Theoretisch, also wenn ich jetzt nichts von denen allen brauchen würde, dann würde ich sogar die Marken nehmen, um dann die Aspektdinger zu kriegen, ne? Also, dass man hier, nicht Aspekt, die Würmteile zumindest kaufen kann, das macht dann mehr Sinn. Die Chars jetzt unbedingt zu gieren, macht nicht so viel Sinn. Ich muss eigentlich mit denen nur gucken, dass sie auf 4, 63 kommen, so rum. Dass ich LFR queuen kann, ne? Weil das ist jetzt halt das nächste, die Woche ist ja kein Timewalker. Da werde ich jetzt LFR gehen, um ein bisschen T-Mock zu kriegen und dann halt auch, wie gesagt, den Vault aufzufüllen, um, ja, quasi mehr T-Mock zu kriegen. Das ist so ein bisschen der Plan. Aber du kannst halt erst queuen, wenn du Minimum 463 an hast. Das ist ein bisschen blöd gemacht. In der ersten Woche hatten sie kein Minimum-Item-Level, ne? Da hat Blizzard das irgendwie verkackt. Oder konntest du auch mit den Loadwings reinqueuen. Aber das haben sie mittlerweile gecheckt. So, also wir haben jetzt hier noch eine Möglichkeit. Genau, das können wir jetzt einmal nehmen. Muss ich mal gucken, was ich hier noch so habe. Upgraden können. Oh, die Schultern. Die könnten wir auch noch nehmen. Ganze Rest. Hab ich schon. Das haben wir auch schon. Okay, dann packen wir hier die Schulter noch rein. Und dann können wir den Kopf noch upgraden, hätte ich gesagt. So, okay, jetzt sind wir wieder beim Upgrader. Jetzt gucken wir mal. Also, ich weiß gar nicht genau, ob ich ich habe mit dem falschen Typen gequatscht. Ich hoffe, jetzt habe ich mit dem... Ah, nee, das wollten wir upgraden. Ach, mit dem haben wir keine Wappen. Die muss ich erst farmen. Ach, blöd. Ja gut, okay, das wird dann leider nix. Schade, schade, schade. So, dann haben wir noch einen Magier hier am Start. Schauen wir mal, was der Schickes drin hat. Also, wir haben den Rücken und wir haben Beine. Ich vermute, es wird auf die Beine rauslaufen. Jetzt schauen wir mal, wo war es? Erweiterungsfüße, Dragonflight, Belebungskatalysator. Schauen wir mal, also jetzt muss ich mal hier im LFR gucken. Okay, die Hose brauche ich auf jeden Fall noch. Dann nehmen wir die doch. Das Ding ist, den Umhang, den wandelst du schon auch um in den Vault, aber da kriegst du die alte ID. Es kann natürlich sein, dass ich die auch noch brauche, ne? Also da kriege ich halt... Gut, wo würde ich das dann sehen? Jetzt bin ich gerade überlegen. Man müsste halt wissen,
von welcher Season das Set ist, ne? Und dann könnte man sehen, ob man den normalen Offslot noch braucht. Ich glaube, aus dem die Open-World-Sachen, die man in der ersten Season umwandeln konnte, also im Vault, da hat man, glaube ich, auf der Insel da hinten, hat man, glaube ich, NHC und HC im Katalysator umwandeln können. Deswegen fehlt mir hier so gut wie noch alles im LFR, seht ihr. Da habe ich Normal und HC umgewandelt, aber nichts im LFR. Und in den höheren war es, glaube ich, LFR und Normal. Seht ihr, da habe ich nichts im HC und im, oder kaum was im HC und Mythic. Und hier war es auch LFR und Normal in der Season, ne? Da muss man mal ein bisschen gucken. Sind die Seasons teilweise ein bisschen unterschiedlich? So, okay. Das können wir upgraden. Ah, da haben wir aber die höheren Hosen schon, ne? Da steht schon 50% dran. Heißt, jetzt haben wir 100. Also ich brauche es gar nicht upgraden auf Normal, weil ich die anscheinend durch irgendein anderes Item schon habe. Gut, ja klar, das habe ich durch Timewalker-Händler-Item, ne? Das kannst du ja auf Normal-Item-Level quasi upgraden. Achso, wir könnten jetzt gleich nochmal gucken, ob ich hier noch einen zweiten... Ah, ich habe sogar noch eine zweite Möglichkeit. Was kriege ich da raus? Da kriege ich Normal-Gear. Wo habe ich das... Achso, ich habe einen Ring gekriegt. Das ist natürlich unlucky gewesen. Ich jetzt hier diese Off-Slots reinhaue. Ach, da kriege ich das Magier-Set. Ah, da kriege ich Normal. Ja gut, besser als nix. Ich glaube, die Hände... Na komm, ich wandle das mal um. Die fehlen mir nämlich schon lang fürs Set, die Handgelenke. Also Magier, jetzt habe ich nämlich ein volles... mir fehlt mit Magier die LFR und die Normal-Handgelenke haben mir jetzt ewig gefehlt. Vom Amidra-Seal-Set. Also Magier kriegt quasi das Amidra-Seal-Set, also Season-3-Set als Season-4-Set. Und deswegen habe ich jetzt den Off-Slot hier bekommen. Das ist jetzt fast wichtiger als die Hände. Klar, der hätte einen Tierset-Bonus, aber das ist mir ja vollkommen wurscht auf dem Char. Gut, dann gucken wir weiter. Dann haben wir als nächstes einen Schamanen. Jetzt schauen wir mal, was wir da Schickes haben. Ihr seht, da habe ich x-mal diesen schneller weißer Falkenschreiter gekriegt aus, na, wie heißt der Red? TDM. Waren wir das ein oder andere Mal drin. Also, was haben wir denn? Wir haben Schuhe und einen Gürtel. Ist halt die Frage. Also die Schuhe wären halt ein Upgrade, ne? Ich brauche auf dem Char noch Item-Level, dass ich mich queuen kann. Also da kann ich eigentlich nicht die Marken nehmen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß halt jetzt ehrlich gesagt nicht, welches Set der Shami hat. Das ist ein bisschen blöd. Also die Offset-Teile werden jetzt wahrscheinlich hier nicht drin sein, im Belebungskatalysator. Da müsste ich halt bei den eigentlichen Raids gucken, ob ich die Offset-Teile noch brauche. Wobei, gut, scheiß drauf. Wir nehmen jetzt einfach die Schuhe, die ich da jetzt ewig gucke. Die sind zumindest vom Gear besser. Und dann fliege ich hoch zum Katalysator und dann werde ich ja sehen, was es ist. Dann weiß ich es fürs nächste Mal. Ist halt ein bisschen blöd, dass es bei jedem, bei jeder Klasse jetzt anders ist, ne? So, legen wir das schon mal an. Naja, jetzt haben wir zumindest schon mal 460. 463 brauche ich. Aber ich habe mit dem auch nur mit den World Boss umgehauen, beziehungsweise kann auch die Open World Sachen machen. Und was ich gesehen habe, man kann sich 470er Items über diese PvP World Quest holen, ne? Wo es da, wo man diese Blutmünzen oder wie sie heißen sammeln muss. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das noch so zu erhöhen. So, der müsste auf jeden Fall jetzt auch noch einen Charge haben. Vielleicht sogar zwei, wenn ich letzte Woche den nicht benutzt habe. Da kann das gut sein, dass wir noch das ein oder andere Timok rausziehen. Also, jetzt gucken wir erstmal die Schuhe. Zu was wären die? Die habe ich auf jeden Fall. Ah, okay, die wären zum Amidra-Seal-Set. Heißt, Schamane müsste ich dann eh damit fertig haben. Also, das passt. Und die ganzen Off-Slots brauche ich dann sowieso nicht. Jetzt könnte man höchstens wegen den... richtigen Slots gucken und sich halt hier die Teile benutzen. Also ich könnte wahrscheinlich Hose und... Nee, Hose habe ich sogar schon. Dann nehmen wir doch den Kopf hier einmal rein. Benutzen wir den einmal und mal gucken vielleicht eventuell noch die Hände oder so. Dann holen wir uns einen 2-Set-Bonus über Timewalker-Gear. Schauen wir mal, ob die Hände... Wie sieht es mit denen aus? Ah, schau mal, die sind auch nicht.
Auch noch nicht umgewandelt. Perfekt. Machen wir das doch. Dann haben wir zumindest da ein bisschen was. Gut. Dann schauen wir weiter. So, als nächstes haben wir einen Evoker. Der hat auch noch einen Haufen Klump im Inventar rumliegen. Oh, der hat das Item-Level sogar schon, ne? Na gut, was hat der denn? Stab? Der ist sogar schlechter. Wobei, ich habe halt einen relativ guten Dolch. Ein Schildhand ist halt so mittelmäßig. Und dann hätten wir einen Trinket. Wisst ihr was? Wobei, das ist der Char, mit dem ich halt irgendwann noch das Ding farmen müsste, ne? Ich gebe dem jetzt trotzdem mal Gear, hätte ich gesagt. Ich will mir überlegen, ob ich die Marken nehme, ne, zum größeren Upgrade, aber ich geb dem mal lieber Gear. Weil ich muss die Evoker Legendary Waffe noch irgendwann farmen. Und vielleicht mache ich das dann mit dem. Ich glaube, mit dem habe ich nämlich schon ein paar Normal Kills damals, als Arboros aktiv war, ne? Dann holen wir dem sein Gear ein bisschen hoch. Vielleicht kann ich dann den Raider noch ein bisschen laufen. So, schauen wir weiter zum nächsten. So, dann haben wir als nächstes einen Priester. Mit dem habe ich letztens diese Inji-Brille gelernt, ne? Der ist noch knapp unter 463. Okay, wir hätten einmal einen Ring und wir haben einmal Handgelenke. Der Ring wäre wahrscheinlich ein größeres Upgrade, aber ich nehme jetzt trotzdem mal die Handgelenke, weil ich die eventuell im Katalysator noch umwandeln kann. Aber bei Priester weiß ich jetzt auch nicht, was für ein Set der kriegt. Wenn er jetzt zum Beispiel das Vault-Set drin hätte, da habe ich bestimmt noch die Handgelenke nicht. Aber wahrscheinlich hat er eh das Amidrasil oder Arboros-Set und da wäre ich dann eh schon quasi durch, also da wäre es dann vollkommen egal. Na, mal schauen. Ich sollte mir vielleicht mal irgendwo eine Liste suchen, welche Klasse was für ein Set hat, ne? Weil bei den Season 2 und Season 3 Set, da weiß ich halt, ne? Da habe ich durch die ganzen Open World Contents Normal und LFR fertig. Und da kriege ich ja auch nur LFR raus, was ich dann auf Normal upgraden kann. Und, was hat er? Arboros Set. Ja, okay, das habe ich natürlich schon. Wenn wir jetzt hier schon mal sind, können wir mal gucken. Also die ganzen Off-Slots, die dürften jetzt auch nichts bringen. Vielleicht so eine Hose. Ah, schau mal an. Hat sich doch gelohnt für die Hose zumindest. Für die Hose. Und eventuell sind die Schultern auch dabei. Ah, schau mal, die Schultern sind auch dabei. Aber ich habe keine Aufladung mehr. Da habe ich anscheinend in der ersten Woche schon mal für für die Hände habe ich die rausgehauen. Schau mal an. Okay. Dann legen wir aber trotzdem jetzt die Handgelenke noch an. Dann sind wir... Mit dem könnte ich wahrscheinlich sogar den Kopf auch benutzen, oder? Ich könnte mir sogar einen Vierer-Set-Bonus über Timewalker-Gear zusammenbasteln. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Dulla, dann haben wir hier den nächsten Vault mit dem Schurken. Den habe ich benutzt, um die Agi-Dolche aus Timewalker-Dungeons zu kriegen, ne? Okay, ich hätte direkt einen... Set-Teil und einen Ring. Also das ist, glaube ich, eine klare Sache. Wir nehmen auf jeden Fall das Set-Ding. Das können wir dann auch direkt upgraden. Oder, naja, gut, nee, ich kann es nicht upgraden, weil ich natürlich keine Münzen mit dem habe, ne? Ich habe nicht mal Flugsteine. Aber in der Theorie könnten wir es upgraden. Jetzt gucke ich mal geschwind noch, wie es aussieht. Zwecks Set-Teilen. Ja, wahrscheinlich könnte ich den Kopf oder die Hände noch in den Katalysator packen, ne? Ich von letzter Woche habe. Mal schauen. Also Schurken habe ich jetzt nicht so viele. Da habe ich anscheinend gar nichts umgewandelt. Ich vermute sogar, dass der noch zwei Katalysatoraufladungen haben dürfte. Also schätze ich jetzt einfach mal. Gucken wir mal. Also gut, Hose. Wait, ich habe schon zwei Set-Bonus. Okay, dann habe ich die Hose doch schon umgewandelt letzte Woche, ne? Aber dann müsste er von der Woche noch eine Aufladung haben, zumindest. Schauen wir mal, was gibt's? Hände würden was bringen. Kopf habe ich schon. Und ich glaube, die Offslots, die sind eh aus Arboros. Also da bringen mir die Offslots auf keinen Fall was. Komm, dann nehmen wir doch die Hände. Ich da auch noch einen T-Mock. Das ist dann einmal noch normal, so wie ich das sehe. Bar.
So, dann haben wir hier noch einen Druid. Jetzt gucken wir mal, was der Schickes drin hat. Ah, okay, der hat ein Schmuckstück drin. Ach, guck mal, das ist noch aus der dritten Season. Wollte gerade sagen, ich dachte mir gerade, warum, wie, was, wie, wo. Warte mal, wenn ich jetzt die Marken nehme. Okay, da kriege ich die alten Marken. Weil mit den Druids, ne, weil ich kein Leder mehr brauche, war ich eigentlich gar nicht unterwegs im Time Walker. Und das habe ich aber gesehen, bei dem habe ich trotzdem eine Vault. Jetzt dachte ich mal, schau. Aber das war eine, die ich anscheinend mal irgendwann in der dritten Season vergessen habe. Naja, gut. Hauen wir das mal weg und loggen weiter. So, dann haben wir einen Parler am Start. Schauen wir mal, was hat der Schickes am Vault? Plattenhände und ein Schmuckstück. Da werden wir mal die Hände nehmen. Ich denke mal, das LFR-Mock dürfte ich da noch nicht haben. Ja, das ist auch ein gutes Upgrade. Also, auf jeden Fall eine Win-Win-Angelegenheit, wenn wir das holen. Gut, jetzt gucken wir mal. Also, da haben wir den Schinken. Ah, seht ihr. Da habe ich aber 50% schon, heißt, ich habe wahrscheinlich mit irgendeinem Parler schon die Time Walker Dinger reingepackt, nur die ja Normal Gear sind. Und habe dementsprechend jetzt Normal und LFR. Das ist schon mal auf 100%. Habe ich noch eine zweite Aufladung? Nee. Ah, schau mal, hier könnte ich auch noch was rausziehen. Das Ding und die Beine, die hätte ich schon. Ja, gut, okay, gucken wir weiter. So, dann haben wir hier den nächsten Parler. Schauen wir mal, was der so Schickes drin hat. Der hat jetzt hier zum Beispiel schon den Set-Kopf. Okay, wir haben eine Axt drin, eine Zweihand und einen Ring. Ding ist, der ist halt... Na gut, was hat denn der für ein Item-Level? Ja, ich brauche halt das Gear blöderweise, ne? Ja, ich spiele den halt eigentlich auf Tank, ne? Deswegen macht es wenig Sinn, die Zweihand-Axt zu nehmen. Ja, komm, wir nehmen den Ring, dass er da noch ein bisschen Gear Plus hat. Das dürfte mich zumindest ein bisschen hochbringen. Ah, es bringt mich genau auf 463. Perfekt, so muss das. Wunderbar. Immerhin etwas. Bin ich gerade am gucken, ob das noch irgendwas Sinn machen wird. Wir könnten mal wegen der... Ach nee, das sind alte Schultern. Okay, never mind. Ja, ich habe dann eh nichts, was ich noch in den Katalysator packen könnte. Schudeler, dann haben wir hier noch einen Worry. Jetzt gucken wir mal, was hat der so an. Na, eher mieses Gear, würde ich mal behaupten. Und der hat drin eine Hose. Die nehmen wir auf jeden Fall und werden dann einmal gucken, dass wir die in den Katalysator hauen. Das könnte was sein. So, jetzt gucken wir mal, ob die Hose was gibt an T-Mock. Jawollo. Da haben wir auch schon 50%, also Normal Mock haben wir anscheinend schon. Upgraden muss ich es dann dementsprechend auch nicht. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, die ganzen Sachen, die bringen auch nichts. Ich hab eh keinen... Keine Aufladung mehr. Okay. Gut, lock mal weiter. Als nächstes haben wir noch einen Hunter. Mal mal, was der so Schickes drin hat. Der hat einen Ring. Das wäre ein Upgrade. Und Handgelenke. Schwierig. Warte mal, ich sehe ja hier was für... Ah, schau mal. Das ist... Ah, nee. Das steht jetzt hier nicht dran. Das ist aus allen drei Raids, kann das sein, das T-Mock. Aber unten steht dran, Gewölbeinkarnation Normal. Heißt, das Set ist aus dem Normal. Und dann müssten wir die Handgelenke aus dem LFR noch was brauchen, weil im Vault hatte ich das Zeug. Also das wäre ein größeres Item-Level-Upgrade. Aber das bringt mir, glaube ich, ein T-Mock. Deswegen nehmen wir das hier mal. Mal, ob ich richtig kombiniert habe. Ob ich meine schon. So, jetzt schauen wir mal, ob ich hier ein Teamwork rausziehe. Jawohl, mein Plan ist aufgegangen, seht ihr? Gewölbe, LFR, Normalzeug haben wir schon. Das können wir schon mal mitnehmen. Perfekt. Okay, noch eine Aufladung habe ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt hier Just for Fun die Sachen mal einmal angucke. Ah, guck mal, die Hände wären sogar auch noch was. Hose haben wir schon. Schulter. Schulter wäre sogar auch was, aber da habe ich keine Aufladung mehr, leider.
Gut, dann haben wir hier den nächsten Paladin. Oh Mann, ja gut, der kann auch noch einiges brauchen, ne? Oh nö, was haben wir denn da? Wir haben ein Schwert. Und, ach, das ist noch aus der alten Season. Ah ja, guck mal an. Das bringt mir eigentlich alles nix. Anscheinend wieder was nicht aufgemacht. Dann nehmen wir hier mal die Marken. Interesting. Schauen wir mal, ob ich ihn gleich nochmal... Ach, ich kann ihn gleich nochmal aufmachen. Mal dezent die Vaults vergessen. Ah, das ist jetzt aus der aktuellen. Schau mal an. Okay, das ist ein Ring. Der wird wahrscheinlich... Okay. Bild. Das ist auf jeden Fall ein Item-Level-Upgrade. Also ich würde sagen, das nehmen wir einfach. Könnten natürlich auch die Marken nehmen, aber... Ja, den muss ich mit dem Item-Level noch ein bisschen hochkriegen. So, die können wir eigentlich verkaufen. Hier habe ich aus dem Time Walker noch das ein oder andere, was doch noch einen Ticken höher wäre. Das haben wir schon umgewandelt, wie es aussieht. Okay. Ja, gut. Da brauchen wir... Hose und Kopf habe ich nur. Ich denke mal, die haben wir eh umgewandelt. Ja, dann können wir weiterloggen. So, dala. Dann haben wir jetzt hier mal noch einen Druid. Mit dem waren wir anscheinend auch ein paar Runs. Was hat er an? Also, was hätten wir denn? Wir hätten auf einmal einen Kopf und ein Trinket. Oh, das ist eh ein Heiler-Trinket, weil ich hier noch Heal eingestellt hatte, oder? Ja. Ja gut, dann nehmen wir den Kopf mal. Ich hatte, glaube ich, Heal eingestellt, weil ich in einer Instanz, ich glaube in TDM, hatte ich noch einen Stab gebraucht, einen Caster-Stab, ne? Dann muss man mal ein bisschen gucken, was du für ein Spec einstellst. Ja, dann ziehen wir den Kopf mal an. Gut, dann sind wir am Vault. Jetzt schauen wir mal. Also, was haben wir jetzt geholt? Den Kopf. Vault, sage ich. Katalysator. Ich bin schon geistig ein bisschen verwirrt. Heute ist aber auch ein bisschen warm hier. Direkt unterm Dach, muss ich gestehen. So, das können wir benutzen. Haben wir noch eine zweite Aufladung? Nee, die haben wir schon benutzt. Okay. Jetzt schauen wir mal grob drüber, ob ich noch theoretisch... Ja, Druid, habe ich so viele Chests. Oh, schau mal, die Hände. Die wären theoretisch noch... relevant. Die muss ich mal dann das nächste Mal, wenn ich hier nochmal unterwegs bin, mal noch reinpacken. Okay, das haben wir auch schon. Gut, dann hätten wir den Schar auch weg. So, als nächstes haben wir den Schamanen. Und was hat der? Der hat 440er Gear. Der hätte auch schon noch Schultern. Und wir haben eine Hose. Die nehmen wir auf jeden Fall. Ich denke mal, da können wir schick Sets rausziehen. Und wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall vom Item-Level höher. Beauty, jetzt gucken wir mal, wie es mit der Hose aussieht. Jawollo, da haben wir anscheinend auch schon die Normal-Version. Halt wahrscheinlich auch über die Timewalker-Items. Und ich habe aber nur eine Aufladung. Schade. Na, Schilder, hier haben wir sogar auch noch was ich reinpacken könnte. Ja, gut, das muss ich dann nächste Woche mal machen. So, jetzt war ich schon so im Fluss drin, dass ich das jetzt vergessen habe aufzunehmen, hier mit das Öffnen. Aber jetzt seht ihr gleich das Endergebnis, ne? Und was haben wir denn hier? Wir haben ein Schwert. Handgelenke und ein Finger. Moment, habe ich nicht... Magier hat mir ja gesagt, ist ein Mithrasil-Set. Ein Mithrasil-Set braucht die Handgelenke. Und das müssten ja dann die LFR-Dinger sein. Also müssen wir eigentlich die Dings nehmen. Stab habe ich eh schon besseres. Ja, wir nehmen die Handgelenke. Sogar 30. Aber warte mal. Ach doch, drei Dinger. Man kriegt zwei pro Slot, ne? Also Magier wäre anscheinend viel gemacht. Damit müssten wir eigentlich das LFR-Set fertig kriegen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob ich das richtig zusammen recherchiert habe. So, da laden. Packen wir sie mal rein. Jawohl. Seht ihr, 8 von 9? Endlich. Da habe ich jetzt ewig rumgemacht mit dem Set. Schauen wir mal, ob theoretisch noch hier irgendwas anderes... Ja, die Hände, die könnte ich noch reinpacken, ne? Ich habe sogar noch eine lowere Brust. Ne, die bringt auch keinen... Also die Hände werden das nächste Mal noch... Lassen wir mal den Charter mal stehen. Beauty, dann haben wir noch einen Hunter. Was der Schickes am Start hat. Ein Hals. Das haut mir jetzt aber nicht vom Hocker. Was hab ich so an? Ja, der wäre ein bisschen besser... Ah, ich brauche halt Item-Level. Na komm, dann nehmen wir ihn. Ich bin schon echt am Überlegen, ob ich die Münzen nehmen soll, aber es hilft ja nichts, ne? Ich krieg keine Upgrade-Items.
wenn ich nicht ein bisschen Grundgier habe mit den Chars. So, dann haben wir noch einen Priester. Was hat denn der da rumliegen? Der hat schon einen hohen Streitkolben rumliegen. Ah, und noch einen höheren Stab. Da habe ich anscheinend zweimal Waffen bekommen. Jetzt haben wir hier ein Offset-Teil und einen Ring. Tja. Ich habe keine Ahnung, welches Set beim Priester... Vielleicht irgendein Teil schon vom Neuen erweckt. Das ist Arborus. Und Arborus werde ich wahrscheinlich schon das komplette Zeug haben, schätze ich mal, oder? Also eigentlich brauche ich da die Handgelenke nicht, wenn wir ehrlich sind. Wenn es jetzt Volt wäre, hätte ich die Handgelenke genommen. Wo ist es denn, Arborus? Hier. Das sind ja die LFR-Dinger. Nee, da habe ich das Set schon voll. Gut, es könnten natürlich jetzt auch die falschen IDs sein. Aber jetzt gucken wir hier vielleicht nochmal rein, auch beim Katalysator. Was? Achso, er zeigt jetzt hier auch die erweckten Sachen nochmal an. Ah, okay. Interesting. Aber ich dachte, jetzt zeigt er unter Arborus an sich nur die, die von dem eigentlichen Loot und unter Season 4 die erweckten Sachen. Aber ich denke mir gerade, ich habe doch das komplette Set. Aber nee, also ich brauche im LFR keine Handgelenke mehr, da habe ich alles. Und im Normal? Auch nicht. Ja, Handgelenke können wir uns stecken. Ich nehme den Ring. Dann ist der Char vom Item-Level ein bisschen besser aufgestellt. Und das sollte eigentlich das Sinnigste sein. Ja, machen wir so. So, dann haben wir jetzt einen Hexer. Wenn noch irgendwas so zum Upgraden. Naja, hat auch nicht so tolle Sachen. Da haben wir Schuhe. Bringe ich raus, hier erweckt. Das ist auch aus Arborus, ne? Also ebenfalls Arborus-Set wäre es beim Warlock. Was, na gut, im Endeffekt, ich muss es ja nehmen, ne? Weil ich brauche auch mit dem Item-Level. Hilft ja leider alles nix. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob wir die Dings nehmen, aber der ist ja auch zu niedrig. Ich gehe jetzt trotzdem mal hoch und guck mal schnell, ob nur irgendwas ist. Vielleicht kann ich den Kopf oder so reinpacken. Mal schauen. So, jetzt schauen wir mal. Die Schuhe. Ja, das ist ganz normal Arborus. Vielleicht bei dem Kopf noch. Nee, da haben wir es auch schon. Okay. Also da wird wahrscheinlich nichts dabei sein. Gut, dann können wir eigentlich weiter locken. So, dann haben wir hier noch einen Pala. Da habe ich auch noch rumflacken. Na gut. Okay, wir haben direkt einmal Schultern. Und, achso, nochmal Schultern. Ja gut, da muss ich gar nicht hochfliegen. Nehmen wir lieber die. Sparen wir uns auch einen Charge vom Katalysator. Oh, perfekt. Gut, die müssten wir jetzt halt upgraden. Und ich werde wahrscheinlich keine Marken... Ne, ich habe gar nichts mit dem, ne? Also, nada niente. Also dann würde ich sagen, locken wir weiter. So, dann haben wir jetzt als nächstes noch einen Worry. Der ist bei 453. Was hat der Schickes? Ein Schmuckstück. Ja gut, hilft ja nichts. Algeta ist das. Ah, ja. Keine Ahnung, ob das gut ist, aber das nehmen wir jetzt einfach mal. Ich denke mal, für den Katalysator haben wir dann leider nichts. So wie das aussieht. So, ich habe hier mit dem Demon Hunter auch einen Vault. Ich kann mich zwar nicht erinnern, dass ich mit dem großartig unterwegs war, aber mal gucken. Er hat zumindest so eine Fiole hier noch rumliegen. Ah, eine Glewe. Ja, nehmen wir sie doch. Viel Wahl haben wir eh nicht. Seit wann war ich denn mit... Ach doch, es war noch ein Aggie-Schwert offen, deswegen war ich wahrscheinlich mit dem auch drin. Was hat denn der sonst so...
Das Ding könnte ich doch wahrscheinlich in den Katalysator packen, oder? Schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Also ich bin jetzt gerade am Schauen, so wie das ausguckt, wenn ich die Schultern reinpacke, die habe ich schon. Die würden nur aufgewertet was bringen. Und die Marken habe ich eh nicht, also kann ich es eigentlich auch sein lassen. So, dann haben wir hier noch einen Evoker. Mal, was der sonst schon so anhat. Oh, ist gar nicht so schlecht. Blöderweise haben wir ein Schwert gekriegt. Ja gut, dann hole ich mir noch eine Schildhand und dann sollte doch da ein Schuh draus werden. Muss ich mal gucken, der Timewalker-Händler ist ja sogar noch am Start, ne? Das könnten wir theoretisch machen. Sonst wird sich eine Einhand halt eigentlich nicht lohnen, ne? Wenn ich dann nur so ein lowes Zeug habe. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal was abgegradet habe. Sieht nicht so aus. Jetzt gehen wir erstmal zum Timewalker-Händler und holen uns die Schildhand und dann, hätte ich gesagt, schaue ich trotzdem mal zum Katalysator, vielleicht kann ich noch was machen. So, die Schildhand habe ich mir besorgt und jetzt gucken wir gerade mal hier im Katalysator, zum Beispiel die Brust, ne, die wird mir was bringen. Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht können wir sogar auch noch die Hose oder der Kopf, ne, der Kopf bringt mir nichts. Hose auch nicht. Vielleicht die Hände? Ah, die Hände bringen mir noch was. Gut, Kopf und Hose habe ich halt oft schon, ne, weil es die beim Händler gibt. Die haben dann alle Chars. Naja, haben zumindest, hat der Katalysator was gebracht. So, als nächstes haben wir einen Rogue. Jetzt schauen wir mal. Naja, bei dem fehlt es noch an allem. Ich habe der eine Axt. Ja gut. Nehmen wir sie mal. Denk mal, da bringt mir der Katalysator auch nicht viel. Weil ich jetzt auch nicht wirklich was habe, was ich reinpacken kann, oder? Nee. Schwierig. Ja, ich glaube, mit dem brauche ich gar nicht hochfliegen. Na, gucken wir mal weiter. So, nächster Plattenschar. Und zwar mein Paladin. Guck mal, der hat noch ziemlich viel altes Zeug an. Plattenhände. Okay. Die nehmen wir mal. Die packen wir dann gleich mal in den Vault. Hier noch, da habe ich auch noch Beine. So, jetzt schauen wir mal, was das bringt. Also. Hier die Hände. Ach, das habe ich schon. Schau mal an. Schade, das haben wir auch schon. Hier haben wir noch ein paar Sachen rumliegen. Ne, okay, da brauchen wir nichts. Vielleicht die Schultern hier. Ah, guck mal, die Schultern. Dann hauen wir die zumindest rein. Was haben wir da noch? Da hätten wir noch eine Hose. Aber da unten habe ich schon eine andere benutzt. Also ich denke mal, das wird auch nichts bringen. Nee. Ja. Was hatte ich denn jetzt da abgegradet? War denn das Item, das ich jetzt eben abgegradet habe? Hier. Komm, dann machen wir doch die noch zum Set. Dann haben wir da ein Zweier-Set. Dann haben wir ein altes Zweier-Set, ein neues Zweier-Set. Ist doch besser als nix. So, dann muss ich da nicht nochmal hinfliegen. Fürs nächste Mal. Dann haben wir als nächstes einen Paladin. Er hat jetzt hier das eine Set-Teil schon umgewandelt, sehe ich. Und kriegt einen Umhang. Ja gut, für den Katalysator bringt mir das nichts, der Umhang. Da werde ich wahrscheinlich auch das Set schon haben. Auf das Item-Level. Außer es wäre natürlich Vault-Set, ne? Was ist denn das hier? Ist das das Neue? Ja, das muss ja das Neue sein. Ne, das ist Arboros, seht ihr? Also da werde ich nichts kriegen. So, dann haben wir hier einen Hexenmeister. Seht ihr, der hat auch schon wieder diesen Gaul im Inventar. Mit dem habe ich viel gemacht. Also Kopf und Rücken. Und noch ein Ring. Mit dem schon irgendwas in den Katalysator? Nee. Warte mal, ich kann ja rausfinden, welches Set welches ist. Indem ich einfach beim Hexer jetzt mal hier reinschaue. Und ich gucke, welches das Season 4 Set ist. Da schon was hab. Also. Ach ne, das bin ich beim PvP. Ja, das war jetzt natürlich Käse.
Hexenmeister. Okay, das ist auch das Arborus-Set. Und da habe ich aber schon einen Slot. Brust, Kopf, Hände, Hose. Also Schultern habe ich schon. Kopf brauche ich noch. Okay, dann nehmen wir den Kopf. Ja, ist eh das größte Upgrade. Okay, da kommt einmal den Katalysator. Schon, also, jetzt packt man den Kopf da mal rein. Jawollo. Anscheinend die Normal-Version habe ich schon. Also upgraden, darüber muss ich mir auch keine Gedanken machen. Ich habe jetzt hier x Sachen noch rumliegen. Nee, das kannst du da innen reinpacken. Nee, okay, die würden eh alle nichts bringen. Vielleicht die Brust. Nee, okay, das habe ich schon alles. Dann geht's weiter. So, dann haben wir jetzt noch einen Hunter. Mit dem waren wir tatsächlich nicht im Timewalker, sondern im LFR unterwegs, genau. Oh mein, ja gut, es sind auch nur 480er Items, ne? Aber hier, die kann ich halt direkt brauchen. Sind die jetzt alle aus dem Vault, die Sachen? Nee, das ist das Arborus. Das ist auch aus Arborus. Interesting. Und das Ding hier, das ist aus der Mirdrasil. Ach, du kriegst den kompletten LFR-Pool, so wie es aussieht. Interessant. Ist halt die Frage. Eigentlich ist es egal, welches ich von beiden nehme. Ne? Die bringen mir beide T-Mog, aber das wären beides Tier-Slots. Könnten wir wieder schnell reinschauen, wie es ausguckt. Und eventuell macht eins halt mehr Sinn als das andere. Also das ist ja dann im Endeffekt Hunter. Warum sind da so viele Sachen drin? Achso, da sind auch die... Dann hab die Schuhe fehlen da auch? Ach so, weil es aus dem Gewölbe ist. Interesting. Also ich... Was haben wir? Wir haben Brust und Hände. Aber da werden wahrscheinlich beide Sachen dabei sein. Hose, Hände ist auf jeden Fall dabei. Schultern, Kopf, Taille. Ah, Brust ist nicht dabei. Okay, dann ist gut, dass wir geschaut haben. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Hände. Ah, Moment. Wobei, das ist ja schon auf 50%. Heißt, ich hab... Ja doch, wir nehmen die Hände. Ich kann es in den Katalysator packen, weil ich die Normal-Version irgendwoher schon hab, warum auch immer. Ich frage mich, warum ich hier die Normal-Version hab. Ja, ich war ein paar Mal mit Twinx Arborus, ne? Aber jetzt auch nicht oft. Ja gut, dann packen wir das noch in den Katalysator. So, jetzt habe ich das gerade vergessen mit aufzunehmen. Ich habe jetzt gerade das Ding noch umgewandelt. Ihr seht, das hat mir noch ein T-Mog gebracht gehabt. Und wenn ich es jetzt upgrade, gibt es halt dann noch das Normal T-Mog. Aber da habe ich jetzt mit dem auch kein... Oder? Ich habe sogar mit dem die Münzen. Wo habe ich denn die denn her? Ich frage mich gerade echt, wo ich die Münzen her habe. Anscheinend habe ich irgendwas mit dem letzte Woche gemacht, ne? Ja gut, dann grade muss doch gleich ab. Okay, wir rudern zurück. Es geht doch nicht, weil ich brauche ja Upgrade auf 2, 3, 4. Brauche ich 30, 45? Achso, nee, und dann brauche ich die... Doch, es geht doch. Ich brauche ja quasi 45 Welpen und 15 Drachen. Ich habe mich kurz verrechnet gehabt. Das muss ja trotzdem funktionieren. Jetzt halt die Frage, ob die Flugsteine reichen, ne? Die wurden ja blöderweise auch resettet, was ich ein bisschen unnötig finde, aber okay. Die Entscheidung von Blizzard. Hier gibt es, glaube ich, auch nochmal 100, ne, wenn du irgendwas upgradest. Vielleicht machen wir es auf zweimal. Okay, das kostet jetzt nur 50. Mal ab. Nochmal eine zweite Quest, wo du auch nochmal ein paar Dings kriegst. Ein paar von den Welpenwappen. So. Und halt auch ein paar Flugsteine, was ganz gut ist. Gut, und jetzt tun wir es auf 5 upgraden. Ah ja, gut, das kostet jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel. Na, wunderbar. Dann haben wir jetzt beides, ne? Direkt LFR und Normal T-Mog. So, dann haben wir noch einen Demon Hunter. Mit dem waren wir auch im LFR unterwegs. Oh, was der Schickes drin hat. Ja gut, das ist natürlich jetzt die beschissenste Kombi, die es gibt, ne? Ein Ring und ein Trinket. Ja, ich glaube, ich nehme den Ring.
Das ist noch eher ein Upgrade. Vor allem das auch im Item-Level ein Ticken höher noch. Naja, gut, schade. Ach nee, das ist gar kein Ring, das ist ein Hals. Nevermind. Das war eh gut, da hatte ich noch ein Erbstück an. Perfekt. Perfekt. So, Richtung Katalysator brauchen wir da eigentlich gar nicht gehen, das passt so. Dann haben wir den Hunter, der hat schon halbwegs Gear. Also da muss ich jetzt nicht unbedingt noch ein Gear-Teil nehmen, wenn es mir keinen Mock bringt, tatsächlich. Ich habe einmal Handgelenke und ein Trinket. Schauen wir doch mal, was da Sinn macht. Jetzt bin ich hier auf dem anderen Account. Da sind die Einstellungen hier ein bisschen anders. All things. Hunter LFR. Ach, das ist das Gewölbeset. Okay. Was haben wir denn? Beine, Bräune, Schultern, Kopf, Taille, Rücken, Füße. Also Ding wären nicht dabei, die Handgelenke. Könnten wir uns natürlich auch Marken nehmen, ne? Jetzt müssten wir mal schauen, wie es im Ding aussieht. Ne, im Normal wären es nur die Schultern. Also klar, es wäre natürlich ein Upgrade, sowohl das Trinket als auch das Ding. Oder ich nehme die Marken und kann dann damit irgendwas upgraden. Komm, wir nehmen in diesem Fall die Marken. Machen mit denen nur irgendeinen Spaß. Also, ich kann mir jetzt hier quasi Würmwappen, zwei kaufen. Weil die Aspekt kriegst du nicht. Und die Drachen, die kannst du ja in Open-World-Content farmen. Also die sind nie das Problem. Das für HC-Upgrade, falls ich da mal irgendwie ein bisschen Normal-Zeug noch habe, ist es, denke ich mal, nicht verkehrt. Gut, dann schauen wir weiter. So, dann haben wir noch einen Krieger. Dem war ich wieder die ein oder andere Time-Walker-Inni. Was haben wir denn da? Wir haben zwei Trinkets und wir haben einen Umhang. Ich habe schon einen erweckten Umhang, also das bringt mir eigentlich gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was da ein gutes Trinket ist. Ich sag's euch, wie es ist. Sind es beides Tank-Trinkets, ne? Ja gut, ehrlich gesagt, mir ist es auch vollkommen wurscht, was der Twink hier für ein Trinket dann hat. Jetzt nehmen wir einfach eins der Trinkets, dann hat er ein bisschen höheres Item-Level. Dann können wir vielleicht... Ach, schau mal, das reicht sogar. Um dann LFR zu queuen. Für 63. Perfekt. Perfekt. Obwohl er noch so einen Low-Hals und so anhat, ne? Aber da ein paar andere Slots, die halbwegs gut sind. Halt, stopp, wir nehmen das hier. Jetzt gucken wir noch zum Katalysator, ob ich einiges von letzter Woche, was ich jetzt da gekriegt habe, noch zu einem T-Mock umwandeln kann. So, also. Jetzt schauen wir doch mal. Die Schuhe bringen mir was. Kein T-Mock. Die Hände... Ah, die Hände würden mir ein T-Mock bringen. Ich habe sogar noch zwei Aufladungen, okay. Der Rücken bringt mir auch nichts. Das ist ein altes Teil, oder? Ja, okay. Also dann können wir zumindest diese Timewalker-Hände nehmen. Die sind schon mal interessant fürs Normal-Set. Und dann können wir eigentlich direkt wieder wegporten hier. Dann haben wir's. Gut, als nächstes haben wir einen DK. Oh, der hat schon relativ passables Gear, ne? Zweimal eine Brust. Interessant. Was habe ich so an? Eine halbwegs hohe, ne? Komm, dann nehmen wir die mit Lifesteal. Können wir die eventuell auch in den Katalysator packen? An, weil da ist eh nur noch ein Setting drauf, ne? Also da haben wir eh nichts gewonnen. Und der ist auch auf 463, ne? Wunderbar. So, jetzt schauen wir mal, ob das was bringt. Also das haben wir jetzt hier. Wir haben zum Beispiel eine Hose, die bringt mir nichts. Die Brust, die wird mir ein T-Mock bringen tatsächlich, ne? Also die können wir schon mal reinpacken. Ich habe sogar zwei Aufladungen. Also den von letzter Woche habe ich noch gar nicht verwendet. Da würde ich auch noch einen Mock rauskriegen. Wie ist es beim Kopf aus? Nee. Lenke. Auch schon. Okay. Das ist ja eh von Amir-Drasil das Set, ne? Also da werden mir eh nur die T-Slots was bringen. Aussieht.
Ah, schau mal, die Schuhe, die wären auch interessant gewesen. Aber gut, die muss ich dann irgendwann anders mal noch mitnehmen. Gut, dann haben wir direkt noch einen Paladin. Der hat auch schon halbwegs okayes Gear soweit. Und was haben wir drin? Na gut, das ist natürlich jetzt belastend. Kein Tier-Slot. Also Ring wäre auf jeden Fall ein Item-Level-Upgrade, ne? Und zwar ein erhebliches. Schuhe wäre ein kleines Upgrade. Und Waffen wäre eigentlich für die Cuts, weil ich ja mit dem normalerweise Tank spiele. Also es läuft eigentlich auf den Ring raus. Außer wenn wir jetzt sehen, dass ich über die Schuhe einen extra Temor kriegen würde. Dann würde ich natürlich die Schuhe nehmen. Da bin ich mir jetzt aber nicht so hundertprozentig sicher. Also, das ist jetzt LFR, Paladin. Ja, nee, da ist nichts drin. Könnte man noch gucken, ob es vielleicht dann übers Upgraden, wisst ihr? Ach, Paladin-Set ist tatsächlich schon Season 4 fertig, ne? Da brauche ich gar nichts mehr. Bei vielen anderen Klassen brauche ich auch so gut wie nichts mehr. Ja, gut. Aus welchem ist es dann? Ah, das ist eh aus Abarus. Das, okay. Also dann machen die Schuhe eigentlich keinen Sinn. Dann nehmen wir den Ring und der Chart dann noch ein bisschen Item-Level. Vielleicht katapultiert es ihn sogar über die Schwelle drüber, die ich brauche. Nee, schade, das hat nicht gereicht. Ja. Jetzt kann ich gleich nochmal gucken, ob ich nur irgendwas, was sie hier eh rumliegen hab, was mir was bringt. Also Brust, Beine, Kopf. Ja gut, der Kopf ist HC-Item-Level und den müsste ich eh upgraden. Also müsste ich ein HC-Thema kriegen. Beine, das ist dann normal. Und was war das andere? Die Brust ist ein altes, also das bringt mir nichts, aber den HC-Kopf könnte ich zumindest reinpacken, der müsste mir ja einen T-Mock bringen. So, okay, jetzt gucken wir hier mal. Der Kopf, Heu. Ah, okay, anscheinend habe ich das schon mal mit irgendeinem abgegradet. Ja gut, wenn ich jetzt im All the Things HC nachgeguckt hätte, dann hätte man es wahrscheinlich sehen können, ne? Ja, okay, sind wir umsonst hochgeflogen, gibt Schlimmeres. So, Dollar, dann schauen wir doch mal. 54, 55 hat er. Der hätte einmal Schultern und einmal ein Trinket. Ich meine, Schultern waren noch dabei, ne? Bei der Liste, die ich brauche. Nochmal gucken. Paladin. Brustbeine, Kopf. Ne, Schultern brauche ich gar nicht mal für den Katalysator. Na gut, was haben wir da an? Da richtig laue an. Also es wäre auf jeden Fall ein Riesen-Upgrade. Dann machen wir das doch mal. Fast 100 Item-Level, ne? Okay, in Katalysator brauche ich es nicht packen. Das haben wir jetzt gerade nachgeguckt. Dann können wir eigentlich weiter locken. So, nächste Paladin. Was hat der für ein Gear? 58, 59. Der hat Schuhe drin. Oder einen Ring. Aber Schuhe brauche ich, meine ich, auch nicht. Könnte ich theoretisch auch den Ring nehmen. Checken wir es sicherheitsweise nochmal. Dann kann ich auch das restliche Gear mal noch abchecken. Ob ich überhaupt hoch zum Katalysator muss. Also normal haben wir ja gesagt, ist raus beim Pala. Okay, Brust haben wir keine. Hose habe ich schon umgewandelt. Und Kopf haben wir dann den Normal-Kopf. Also da müsste ich auch nicht hochfliegen. Das ist komplett wurscht. Ja, dann nehmen wir doch einfach... Nehmen wir doch einfach die Füße, da haben wir ein größeres Upgrade und gut ist. Und hoch muss ich dann eh nicht. Kann ich mir jetzt das zumindest schon mal sparen. Naja, 63, perfekt. Sind wir wieder im richtigen Item-Level-Bereich.
So, jetzt habe ich gleich mal hier die Miniliste vorbereitet. Also beim Evoker sieht es so aus, dass der noch so gut wie alles braucht, aber das Set ist halt aus dem Vault, ne? Und was kriege ich? Natürlich kriege ich einen Stab. Ah ne, Moment, das muss noch ein alter Vault sein, weil das ist von der letzten Season. Den habe ich schon, deswegen nehmen wir hier die Marken, dann kriege ich noch 1000 Gold. Also da habe ich mal irgendwann einen Vault gemacht, habe aber vergessen aufzumachen. Jetzt kriege ich hier sogar einen Key für. Zick. Okay, ich habe gar keinen für die Season gemacht. Das war eine Sache von letzter Season. Naja gut, so viel dazu. Ich könnte jetzt aber trotzdem kurz mal gucken, ob ich mit dem noch was hätte. Ah, ich brauche nur Schultern im Normal. Und LFR habe ich, glaube ich, nichts, ne? Ja, nee, hat sie erledigt. Dann brauchen wir mit dem auch nicht hochfliegen. So, als nächstes haben wir einen Schamanen. Mal gucken, was hat der so noch? Na, die Schuhe, die könnte ich mal anlegen, die ich dann aus dem Timewalker habe. Ich habe eine Hose drin. Also die werden wir auf jeden Fall nehmen, weil sie besser ist. Und die brauche ich im... Ah, die brauche ich sogar hier noch. Die brauche ich sogar auch halt, warte mal, wir sind eine Mythic. Ups. Ne, was haben wir hier? Schultern, Brust, Kopf. Da haben wir die Schultern, aber gut. Also für den Katalysator brauche ich es jetzt nicht. Aber zumindest fürs Gear kann ich sie brauchen. Kommt der noch ein bisschen weiter nach oben? Der hat jetzt diese Craft-Items an. Okay, hoch müssen wir nicht. Oh, der hat hier Schild. Das bringt mir jetzt als Enhancer nicht so viel, wisst ihr? So, okay, jetzt gucken wir mal. Bei dem Worry hier, der hat auch schon 461 und der hat was drin? Eine Taille und einen Kopf. Also das könnte jetzt eventuell beides was sein. Jetzt gucken wir mal. Hol das mal zu. Also Season 4, LFR. Was haben wir gesagt? Taille und Kopf. Wir haben hier Brust, Hände, Schultern, ah, und Kopf. Also Kopf nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Alter, sich die versehentliche Taille genommen. Jetzt aber los geht's. Welches Set ist das? Das ist aus Averroes, das Set quasi, was wir da kriegen dann. Okay. So, jetzt gucken wir mal, wie es ausschaut. Vielleicht können wir sogar zwei Sachen reinpacken, oder? Nee, wir haben nur eine. Wir haben nur eine Chance hier. Schon habe ich schon mal irgendwas abgegradet letzte Woche. Also das legen. Ach, guck mal, ich habe genau den Kopf schon abgegradet. Witzig. Das sehe ich jetzt gerade erst. Deswegen habe ich es jetzt auch 100%, ne? Andere Sachen, die werden wir alle schon haben. Hm, okay. Ja gut, dann kann ich den hier wegpacken. Aber der ist jetzt auch 64. Super. Ah, der nächste ist wieder ein Evoker. Jetzt machen wir parallel gleich schon mal die Liste auf, hätte ich gesagt. Eine Brust. Also die nehme ich auf jeden Fall, die ist besser. Aber jetzt gucke ich mal, ob ich hochfliegen muss oder ob ich mir das sparen kann. Mirdrasil, Evoker. Ja, ich muss hochfliegen. Die müssen wir einmal upgraden und eventuell haben wir sogar noch andere Sachen, die auch noch dann in den Katalysator kommen können. Okay, jetzt gucken wir doch mal. Also, das Ding war klar, ne? Das Normal-Teil habe ich anscheinend schon. Also, da sind wir dann schon mal versorgt. Jetzt gucken wir mal den Rest noch. Hoi. Nix. Auch schon. Okay. Also, da sieht schon mal gut aus. Juti, dann können wir den eigentlich... Oder warte mal, was habe ich denn da jetzt noch für Hände? Wo möchte ich die nicht an? Okay. Gut, porten wir uns weg. Das passt mit dem Char. So, dann machen wir den nächsten Vault auf. Einmal Shami. Mal, was hat der Schickes am Start? Also, wir haben die Auswahl zwischen Umhang und Hose. Item-Level technisch wäre sogar die Hose besser. Schauen wir mal, was einmal All the Things dazu sagt.
Also, LFR haben wir Schultern, Brust und Kopf. Heißt, da bringt mir die Hose nix. Und hier bringt mir auch nur die Schulter was. Na, guck mal an. Da haben wir die HC-Schulter. Hoi, die habe ich auch schon. Wie habe ich denn die HC-Schulter schon? Okay, das ist komisch. Aber die brauche ich dann gar nicht, so wie es aussieht. Ja, nee. Und da brauche ich eigentlich auch... Da brauche ich nur Schultern. Nö, dann nehmen wir das, was mehr Item-Level bringt. Und brauchen wir gar nicht zum Katalysator hochfliegen. Shami sieht schon relativ gut aus, aber das ist halt auch wieder das neue Set, ne? Vom Amidrasil. Deswegen habe ich da schon relativ viel. Okay, dann ist der jetzt auch 64 equipped. Das ist doch wunderbar. Ganzen Charger ready dann für neuen LFR. Muss ich mal noch gucken. Irgendwas habe ich hier noch an, was ich anlegen kann, was dann mein Item-Level noch erhöht. Ach, der Stab. Ah, weil ich einen Instab habe, ne? Aber das bringt mir persönlich nichts als Enhancer. So, dann haben wir einen Priester. Jetzt schauen wir mal, was der Schickes drin hat. Priester habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht sonderlich viele gehabt. Ich glaube, da brauche ich noch einiges. Also wir haben eine Schildhand, die wäre sogar nicht mal ein Upgrade. Dann haben wir einen Gürtel, das wäre ein Upgrade und einen Kopf. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht mit dem Lebungskatalysator. Priester LFR. Also Beine brauche ich noch, Brust brauche ich noch, Schultern und Hände. Also da wäre der Kopf nicht drin. Und hier Brust und Schultern. Aber Gürtel ist in keinem von beiden am Start, ne? Weil es ja eh das Aberus-Set ist. Dann müsste ich das nehmen, was mir den größeren Upgrade bringt. Na komm, ich nehme den Kopf. Oder warte mal, habe ich noch irgendwas anderes? Nee, habe ich nicht. Der Chart ist eh vom Gear schon hoch genug. Das passt. Der ist halt 67 eben gewesen vom Gear-Schnitt, weil er die kompletten Sachen aus dem Timewalker Dungeons, ne? Mit dem habe ich ziemlich viele Dungeons gemacht, weil ich diesen Zauberstab gefarmt habe aus zerschmetterten Hallen, der einfach nicht droppen wollte. Gut, dann haben wir zumindest hier den Kopf noch. So, also, dann haben wir einen Hunter. Mal gleich wieder im All the Things nebenbei. Na gut, was haben wir? Wir haben Hände und einen Ring. Hier kriegst du, glaube ich, auch zum Teil die Ringe raus, die man braucht für dieses eine Mount, ne? Ich glaube, das ist sogar einer von denen. Wisst ihr, was ich meine? Wo man sich dieses so ein Otter kaufen kann. Bei den Tusker Hunter. Also gut, wahrscheinlich nehmen wir eh die Hände, oder? Beine, Schultern, Kopf, Talli, Rücken, Füße. Ne, die Hände brauche ich nicht mal. Wie sieht's denn aus? 450. Und Ring habe ich einen 441er, einen zweiten. Ah, schau mal, ich habe hier schon höhere Hände. Habe ich noch einen zweiten hohen Ring? Ne, habe ich nicht. Leider nicht. Warte mal, jetzt gucken wir auch nochmal im Normal. Da brauche ich nur noch Schultern. Brauche ich aber eigentlich auch nicht hochfliegen. Dann nehmen wir den Ring. Und dann passt es eigentlich. 61 sind wir jetzt auf dem. Ja, okay. Warte mal, ich habe noch irgendwas, was ich anlegen müsste. Besser ist wahrscheinlich der Umhang, oder? Ja, der Umhang war's. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Hexenmeister. Schauen wir gleich mal wieder nebenbei ein bisschen rein. So, was hat der Schickes? Hände, Brust und ein Hals. Die Hände wären Item-Level technisch das Beste, was ich machen könnte. Und Gear-technisch haben wir gesagt, Brust. Okay, Brust brauche ich, Hände brauche ich auch. Also es bleibt sich gleich, ne? Und was brauchen wir hier noch? Upgrade-technisch brauchen wir auch noch Hände. Heißt, ich hätte einen
größeres Potenzial aus den Händen und das ist auch das, was ich am lowsten habe. Also nehmen wir die Hände. Nehmen wir die Hände. Und dann muss ich auf jeden Fall einmal hochfliegen, dass wir die schon mal upgraden. Dodala. Also am Katalysator packen wir jetzt mal die Hände rein. Ich habe eh nur eine Aufladung. Heißt, viel mehr können wir eh nicht machen. Jetzt gucken wir mal just for fun. Also das kann ich jetzt noch upgraden, aber ich habe keine Marken, ne? Müsste ich dann mal bei Gelegenheit noch farmen. Gut, okay. Dann ist der jetzt auch soweit auf einem guten Stand. So, nächster Evoker. Und dann schauen wir mal, was wir da Schickes drin haben. Einen Ring. Okay, da brauche ich gar nicht großartig wegen Temok gucken. Ja, den nehmen wir. Den nehmen wir. Was haben wir hier noch so? Ah, hier nichts zum Volt upgraden, so wie das aussieht. Jetzt gucken wir hier mal kurz rein. Na gut, Rufer braucht schon einiges, ne? Ich glaube, ich habe sonst nur normal Sachen. Da sind es nur Schultern. Schultern habe ich nicht. Okay. An. Und dann sind wir mit dem auch schon wieder durch. So, als nächstes haben wir einen DK. Der 449. Eine Hose haben wir. Viel Auswahl ist da sowieso nicht. Also die können wir schon mal nehmen. Schauen wir gleich mal, wie es da ausguckt. DK. Ah, DK-Hose brauche ich. Okay. Dann fliegen wir hoch. So, packen wir das Ding rein. Also, halt mit dir. Oh, und das bringt mir dann sogar auch noch was, wenn ich es upgraden wird. Aber dazu habe ich aktuell noch keine Marken. Aber die werden wir sicher farmen jetzt über die nächste Zeit. So, okay. So, gleich der nächste DK. Mit dem müssten wir eigentlich jetzt LFR-Zeug rauskriegen, weil mit dem war ich im LFR unterwegs und sogar im Time Walker. Okay, der kriegt direkt die Hände. Das ist natürlich jetzt schwierig. Ich glaube, ich nehme mal nicht das Set. Weil ein Set ist leichter ranzukommen als an die Waffen tatsächlich. Eine Zweihandwaffe. Oh, der hat vor allem auch schon eine gute Zweihandwaffe. Reus. Komm, ich nehm's. Ich nehm doch Set. Hat schon eine bessere Zweihandwaffe. Bringt mir ja beides ein Temok. Gut, das Restliche, was ich habe, das habe ich auch schon abgegradet. Das wird kein Temok mehr bringen. Aber was ich mit dem theoretisch machen könnte. Noch kurz zum Timewalker-Händler flitzen, weil der ist aktuell noch da und dann holen wir uns noch ein bisschen Gear. So, dann haben wir einen Hexenmeister. Mit dem war ich jetzt auch schon ein bisschen LFR. Seht ihr, er hat schon ganz nettes Gear für so einen Twink. Hat der Schickes drin. Also, wir hätten ein Schmuckstück. Einmal einen Ring und eine Schulter. Also klar, das wäre auf jeden Fall ein Upgrade. Ein kleines Upgrade. Und das wäre schon auch ein Upgrade. Also nach oben geht's mit allen. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Schultern eventuell auch was bringen. In 4, das ist Hexenmeister. Brust und Beine. Hier brauche ich Hände. Also die Schultern wären da nicht mal unbedingt so krass. Da wäre fast das Trinket wahrscheinlich sinniger, oder? Oder ich nehme den Ring. Ja. Ich glaube, ich nehme den Ring tatsächlich. Ja, wird wahrscheinlich das Beste sein. Okay. Ring. Packen wir ein und... Hatte ich gesagt.
Oh, das ist 93 im Gewölbe. Eventuell könnte ich das in den Katalysator packen, oder? Das müsste ja die LFR-Brust bringen. Und die Hose hier, die könnte auch LFR bringen. Jetzt gucken wir mal, ob ich da noch eins vor Aufladungen habe. Also die Hose. Ah, ich habe eine Aufladung, okay. Und die Brust, okay. Hä, warte mal, warum bringt mir die Brust nichts? Ach, ist das schon... Ah, das ist schon Normal-Item-Level. Okay, dann ist ja klar, was wir machen, ne? Dann nehmen wir die Hose. Und ich könnte die sogar noch upgraden. Obwohl, warte mal. Nee, das passt schon. Die muss ich ja... Da brauche ich ja nur Hände. Die habe ich nicht. Also das sollte eigentlich dann schon durch sein. Also wohl die Brust habe ich halt da zu hoch. Also wenn wir jetzt schon mal hier sind, packen wir das ganze Zeug mal rein. Aber es dürfte eigentlich nichts bringen. Und das müsste... aber das Teil könnte ich nur upgraden. Sehe ich gerade, dass ich es im LFR gekriegt habe. Um es auf Normal abzugraden. Da kriege ich dann nämlich nochmal ein anderes T-Mog. Das könnte man noch schnell machen. Ach, guck mal an. Hier habe ich ja auch noch die Quest offen. Also, dann packen wir... Was haben wir gesagt? Das Teil hier. Packen wir es mal einmal rein. Quest ab. Nochmal. So, die können wir gleich schon mal lernen. Und dann können wir das gleich mal auf 5 upgraden. Schau mal, da werde ich auch sogar noch ein Thema kriegen. Habe ich da noch genug Marken? Ach, guck mal an, das kann ich auch noch auf 5 upgraden. Na, perfekt, das hat ja schon für 81er Gear. LFR war ich mit dem unterwegs. Ja gut, dann schauen wir weiter. So, dann haben wir einen Magier. Mal schauen, was der Schickes drin hat. Der ist 461. Der hätte direkt schon mal einen T-Kopf, einen Hals und eine Schildhand. Gut, das ist ein No-Brainer, ne? Dann nehmen wir natürlich das, was direkt T-Mog bringt, den Kopf. Ich brauche ihn sogar gar nicht upgraden, weil ich anscheinend den Normal-Kopf schon upgegradet hatte, ne? Okay, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich jetzt hier noch irgendwas rumliegen habe, was ich noch upgraden müsste. Magier, LFR, Hände, Schultern und Brust. Ah, die Brust habe ich schon im Set. Das ist dann Normal. Was brauche ich im Normal noch? Normal bräuchte Hände. Moment, da müsste ich doch die Hände kriegen, oder nicht? Warte mal, da fliegen wir mal kurz hoch und schauen mal nach, wie es aussieht. Aber der ist jetzt auf jeden Fall vom Item-Level auch hoch genug, dass ich mit dem LFR laufen kann. Schildhand ist halt ziemlich niedrig, die er hatte, ne? Also da wäre es ausbaufähig, aber der Rest, das eine Trinket... Ja, da könnte ich theoretisch auch noch zum Timewalker-Händler gehen. Wobei, im Endeffekt, ich kann LFR laufen. Ist eigentlich wurscht, ob dann nochmal ein oder zwei Item-Level höher oder niedriger. Also niedriger wäre nicht wurscht, aber höher. Naja, siehste, da kriege ich nämlich die Normal-Hände. Dann habe ich nämlich das Set wahrscheinlich auch fertig. Also im Season 4, ne? Mit der neuen ID. Hier. Da seht ihr, Magier 100%. Krieger ist auch schon fertig. Interesting. Gut, dann gucken wir weiter. So, dann haben wir noch einen Evoker. Schauen wir gleich wieder rein, wie es ausschaut. Also, wir haben einen Stab. Wäre natürlich ein Upgrade, klar. Und eine Hose ist im selben Maße ein Upgrade. Ich tendiere zur Hose, weil ich da noch mehr Chance habe, einen T-Mog zu kriegen. Schauen wir mal, ob ich hoch muss. Hände, Beine. Okay, also die Hose brauche ich auf jeden Fall. Die holen wir uns mal und flattern einmal nach oben und hauen in den Katalysator rein. So, jetzt schauen wir mal. Also, die können hier schon mal rein. Ich habe auch nur leider eine Aufladung. Also, die anderen Sachen kann ich jetzt noch nicht verwenden.
Hat hier extrem niedriges Item-Level, weil der blöderweise den Heilstar von Azeroth noch anhat. Okay, die anderen Sachen würde ich eh nicht brauchen. Gut, dann wären wir mit dem auch wieder durch. So, dann haben wir als nächstes einen Hunter. Ich glaube, da waren wir auch schon relativ weit mit dem Set. Also, ich habe einen Ring, wäre ein Upgrade. Dann Schultern ebenso. Und Schuhe auch. Die Schuhe wären halt das größte Upgrade, ne, wenn wir ehrlich sind. Jetzt schauen wir mal, wie es da set-technisch aussieht. Beine, okay, ich brauche Schultern auf jeden Fall. Kopf brauche ich, Taille brauche ich, Rücken brauche ich und ich brauche die Füße. Also ich brauche quasi alle Slots. Alle Slots. Tja, das ist die Frage. Was wir da jetzt eher nehmen. Ich glaube, ich nehme die Schuhe. Wenn ich eh alles brauche, das ist dann das, was mir den quasi den meisten Item-Level-Upgrade noch bringt, ne? Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. So, Utala. Naja, gut. Sonst hat er ganz okayes Gear, ne? 4 Item-Level braucht er noch mehr. Dann kann er auch in LFR rein. Muss ich noch ein bisschen Open-World-Stuff machen. Und dann soll's passen. So, also. Das hier. Ah, guck mal. Normal habe ich anscheinend eh schon. Wie es aussieht. Hey, warum will er das nicht? Okay, das wird mir gar nichts bringen und die anderen Sachen wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Okay, gut, dann sind wir mit dem auch durch. Gut, dann haben wir hier noch einen Schurken. Na gut, Lutzberg ist eigentlich relativ wurscht. Okay, was haben wir denn? Wir haben den Ring sogar, nee, einen Hals mit Sockel, aber der ist kaum ein Upgrade. Kopf wäre ein gutes Upgrade und Schuhe auch. Schauen wir mal, Season 4, Schurke. Das ist das Set aus Aberus. Ah, Kopf brauche ich. Okay, das ist eine klare Nummer. Wir nehmen einmal den Kopf. Und vermutlich im Normal, oder? Brauche ich den da auch noch? Ne, da brauche ich bloß Schultern. Und Füße brauche ich da tatsächlich. Interesting. So, jetzt gucken wir mal. Köpflein kommt rein. Jawollo, das bringt mir ein T-Mock. Jawollo. So, den legen wir natürlich auch an. Und ich habe ja eigentlich ein komplettes restliches Set. Ah, schau mal, ich hätte sogar auch die Schuhe, ne? Aus dem Time Walker. Aber da habe ich keine Möglichkeit mehr, das abzugraden. Schade. Ja gut, dann lassen wir den Charmer da stehen. Dann mache ich das nächste Mal. So, dann haben wir hier noch einen Worry, der leider nicht ganz so geil equipped ist. Seht ihr hier, so die paar Low-Level-Sachen hat er noch am Start. Und was kriegen wir? Wir haben einmal Schultern und wir haben ein Schild. Also die Schultern sind schon mal ein großes Upgrade für den, gear-technisch. Jetzt gucken wir mal, ob die auch in den Katalysator reingehen würden. Das ist jetzt einmal ein Krieger. Ja, die wären sogar für den Katalysator noch gut. Okay, dann nehmen wir sie natürlich. Packen den Katalysator noch rein für einen extra T-Mock. So, okay. Also, jetzt packen wir die in den Katalysator. Dann haben wir sie. Haben wir die Schultern. Gebe ich auch noch eine Hose und ein paar andere Sachen. Ich teste jetzt mal, ob da auch noch irgendwas geht. Nö, die habe ich, glaube ich, schon alle. Sachen.
Also wir können es natürlich jetzt auch mal The Things gucken, aber wenn ich jetzt eh schon hier bin und es kurz nur reinziehen muss, okay. Gut, passt. Weiter geht's. So, als nächstes haben wir den Shami. Und ich weiß gar nicht, ob ich mit dem wirklich in vielen Indies unterwegs war. Ich meine nicht... Ah, okay. Ich war sogar im Time Walker. Also sowohl in Time Walker Dungeons als auch anscheinend im LFR, so wie es aussieht. Tja, jetzt ist die Frage. Hier hätten wir Schultern. Und da hätten wir die Brust. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die Schultern, weil die könnte ich sogar theoretisch noch upgraden. Und ja gut, hier hätten wir auch Schultern drin. Die wären sogar höher, aber da muss ich einen Charge vom Katalysator raushauen. Was hat er sonst so an? Alles nix. Nee, komm, wir nehmen die Schultern. Das passt schon. Passt schon. So Marken wird der wahrscheinlich keine haben, schätze ich jetzt mal. Dass wir es upgraden können. Nee, der hat nur Welpenwappen. Sobald ich ein paar Drachen habe, kann ich sie halt dann noch upgraden und das Normal Teamwork auch noch mitnehmen. Gut, dann schauen wir weiter. So, wir sind als nächstes auf dem Priester. Und jetzt schauen wir mal, was hat der? Einen Stab und einmal Handgelenke. Ja, wäre jetzt beides ein Upgrade. Ich kann mal gucken, inwiefern einmal die Handgelenke relevant wären. Kann sein, dass Priester... Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ist ein Abarus-Set. Kannst du knicken, brauche ich nicht. Also fürs T-Mog brauche ich nichts von beiden. Gut, man könnte, warte mal, man könnte jetzt schauen zwecks dem Kopf hier. Das ist HC, glaube ich. Priester HC, Kopf. Ja, für den Kopf müsste ich hoch zum Katalysator. Aber jetzt für die Handgelenke eher nicht. Und dann nehme ich eher den Stab tatsächlich. Der bringt mir unterm Strich mehr. So, nehmen wir den mal ins... ach, Mist, 0,13 fehlen, dass er LFR queuen kann. Schade. Schade, schade, schade. Da, ja, wobei, da kann ich mir wahrscheinlich sowas wie eine Brust kaufen, ne? Und dann soll es eigentlich reichen. So, jetzt gucken wir mal. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das HC-Ding können wir reinpacken. Ich habe sogar noch zwei Aufladungen. Da kann ich die anderen Sachen jetzt auch mal kurz durchprobieren. Ob irgendwas Sinn macht? Nein. Nein, okay, die Offslots, die werden eh keinen Sinn machen. Weil ich die wahrscheinlich alle habe. Okay, gut, aber zumindest das eine. So, dann haben wir noch einen Evoker. Evoker. Schultern und Schuhe. Warte mal, wir hatten doch vorhin, ich habe so ein Déjà-vu, wir hatten doch auch auf einen Evoker Schultern und Schuhe, oder? Schultern, oder war das auf dem anderen Char? Also Schultern brauche ich auf jeden Fall noch. Und Schuhe brauche ich auch noch. Ja. Wie sieht's da aus im Normal? Da braucht der Schultern, aber der hat hier eh keine Upgrade-Tokens. Cool wären halt größeres Upgrade, ne? Komm, ich nehme mal die Schuhe. Wenn ich jetzt Upgrade-Tokens gehabt hätte, dann hätte ich direkt die Dings genommen. Aber vielleicht habe ich ja noch einen anderen Evoker, der zufällig auch Schultern rauskriegt und dann die Upgrade-Tokens hat. Dann wäre es wahrscheinlich so rum besser. Da siehst du, hier so ein bisschen, ne, im Normal, mit welchen Klassen ich unterwegs war. Monk gar nicht. Demon Hunter wenig. Druid auch. Ja, obwohl Druid hat... Hat einiges fertig, aber das liegt daran, weil ich mit meinem Main so ein paar Sachen geholt habe. Aber mit Monk war ich gar nicht im Time Walker, weil ich kein Lederzeug mehr brauchte. Rogue habe ich genommen, weil ich ein paar Aki-Dolche benötigt habe.
Demon Hunter habe ich auch eingenommen wegen Aki Schwertern. Aber jetzt so Monk Druid war eigentlich nicht interessant. Ah, dann ziehen wir das hier rein. Können wir die anderen Sachen auch mal noch kurz durchgucken. Wir haben sogar noch zwei Aufladungen. Vielleicht den Gürtel? Nö, den haben wir tatsächlich. Auch? Okay. Ja, das war's dann auch schon wieder. Halt, das legen wir natürlich nur an. So, dann haben wir hier noch einen Paladin. Schauen wir gleich mal nebenbei schon mal rein, wie es ausschaut. Wir haben eine Taille. Die bringt mir nix. Tja, also jetzt... Hier wird sie halt bringen, ne? Aber T-Mog bringt mir das gar nichts. Allerdings sind wir eh schon relativ gut aufgestellt. Brusthose und einen Kopf. Da haben wir aber nichts davon, ne? Ja gut, komm, legen wir die Taille an und weiter geht's. Wollen wir, glaube ich, gar nicht lange rummachen sonst mehr mit dem Char. Dann haben wir einen Krieger. Gleich mal wieder nebenbei den ganzen Stuff auf. Was hat der? 51. Ach, okay, da habe ich noch einen alten Vault. Ups. Wollte gerade sagen, hä, PvP? Ich habe doch letzte Woche kein PvP gemacht. Das muss schon ein paar Wochen her sein, tatsächlich. Ah ja. Ah ja. So viel dazu. Ja, dann nehmen wir hier noch die Hände, oder? Die sind ein bisschen höher im Item-Level. Bild. Einfach PvP-Belohnung liegen lassen. Können wir gleich nochmal einen Vault aufmachen. Schau mal an. Da ist eine Brust drin. Die direkt einen T-Mog bringt. Ja gut, dann nehmen wir die doch. Schauen wir mal, ob ich nur irgendwas upgraden müsste, was der Char so rumliegen hat. Bräuchte jetzt hier eigentlich nur noch die Hände. Ding ist ja ein höheres Item-Level dafür. Das ist HC-Item-Level. Jetzt müsste ich mal gucken. Achso, im Normal ist der Krieger fertig und im Dings. Hose, Schultern, Kopf, Taille, Rücken. Heißt, das braucht er eigentlich auch nicht. Das ist jetzt Normal, ne? Normal hat man gesagt, ist der Warrior fertig. Ja, gut, ne. Brauchen wir nicht. Die kann, muss ich eigentlich auch nicht anlegen, weil ich habe eh kein anderes Set-Teil und das ist niedriger als die Brust, die ich habe. So, dann haben wir einen Hunter. Oh, der hat auch noch Post. Mal gucken, was ich da drin habe. Der hat eine Brust und eine Hose. Die Hose wird mir direkt T-Mog bringen. Jetzt gucken wir mal geschwind nein. Hunter. Das ist ja beides LFR, ne? Die Hose ist die hier. Schultern, Kopf. Okay, das ist relativ eindeutig. Hier sind es auch nur noch die Schultern. Also die Brust brauche ich eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Ziehen wir die schon mal an. Timewalker-Teil weghauen. Und... Ja gut, upgraden muss ich es nicht. Das restliche Gear. Das ist jetzt eine erweckte... Warte mal. Schuhe. Vielleicht würde es sich für die Schuhe lohnen, nach oben zu fliegen. Rücken, Taille. Nee, Schuhe brauche ich nicht. Ja, nee. Sonst haben wir da eh nichts dabei. Das ist mein alter Speedchar, ne? Deswegen hat der ja nicht an jedem Slot ein Max-Level-Item. Na gut, da war jetzt nur noch so Crap drin. Naja, wieder ein T-Mog mehr. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Magier. Haben wir dann 458? Ja, gut, gar nicht so schlecht. Und da haben wir jetzt einen Kopf oder Schuhe.
Ich glaube, Magier war im Mithrasil-Set, ne? Heißt, ich brauche die Schuhe auf keinen Fall. Höchstens den Kopf könnte ich brauchen, wenn ich jetzt hier richtig lieg. Hände, Schultern, Brust. Im Normal sind wir fertig. Ja, gut. Schauen wir mal halt, was das größere Upgrade ist. Die Schuhe sind das größere Upgrade. Ja, wir holen uns die Schuhe. Tatsächlich. Okay, jetzt hat er 4,2. Da fehlen auch 0,13. Hat man doch vorher schon mal einen Char, wo so ganz wenig gefehlt hat. Gut, dann haben wir jetzt hier noch einen Evoker. Mal gleich nochmal meine Liste auf. Mit dem war ich auch im Timewalker Dungeon, aber die Woche bin ich jetzt auch schon im LFR unterwegs gewesen. So, die Schildhand ist nicht besser und der Ring, der wäre ein Upgrade. Komm, wir nehmen den Ring. Oder wir nehmen mal die Währung. Warte mal, wie viel Upgrade ist denn das? Wisst ihr was? Wir nehmen die Währung. Kaufen wir lieber die Aspektwappen. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Aspektwappen, sage ich, die Würmwappen. Oder habe ich hier schon ein Teil, was ich irgendwie upgraden könnte? Was mir Temok bringt? Ne, habe ich nix. Kaufen wir doch hier welche. Das macht dann. Ach. Herr Galent. Wobei, die kann ich vielleicht auch. Wobei, ich habe eh die Wappen mit dem. Schau mal, ich habe alle. Ich habe doch alles. Ich könnte mal gucken. Ich habe hier noch eine Brust rumliegen im Inventar. Eventuell könnte die noch was sein, wisst ihr? Evoker. Umhang, Taille. Schulter, Hände. Nee, die Brust ist nix. Und im Normal. Schultern. Nee, da habe ich alte Schultern. Aber die Schuhe, die könnte ich wahrscheinlich upgraden. Die wären doch was. Ach, die kosten mir sogar gar nichts, weil ich schon höhere Schuhe habe. Jetzt geben wir erstmal die Quest nur ab. So. Gut. Ja, die wollen wir upgraden auf 5. Okay, dann wären wir mit dem Char auch durch. So, dann haben wir hier den nächsten Char und da haben wir einen Hunter. Ich gleich schon mal, ob ich irgendwas zum Upgraden habe. Mit dem war ich auch im LFR. Also wir haben einen Gürtel und einen Trinket. Ja, es sind schon Upgrades, aber jetzt keine, wo ich sage, die sind gewaltig, ne? Eventuell wären da die Münzen auch die beste Investition. Schulterkopf. Taille. Nee, ich brauche die Taille. Okay. Und Rücken. Ja gut, dann nehmen wir sie doch. Nix mit Marken. Wobei, warte mal, die ich jetzt hier hab, die ist ja auch LFR. Ich habe ja schon eine LFR-Taille. Wollte die eigentlich gar nicht nehmen. Wie sieht es mit Marken aus? Ich habe Welpenmarken, aber keine größeren. Dann wäre es ja eigentlich sogar am besten, wenn ich das hier mache. Was haben wir denn hier noch? Auch noch Sachen. Dass ich quasi hier was nehme und von denen noch zwei. Oder das wäre doch das Sinnigste. Dann kann ich es nämlich nachher nur upgraden. Na komm, jetzt gucken wir erstmal zum Katalysator hoch. So, jetzt gucken wir mal. Also die Taille muss jetzt auf jeden Fall hier schon mal rein. Wobei, die ist schon auf 50%. Muss ich gar nicht upgraden. Da haben wir gar keine Aspektwappen gebraucht. Hier Aspekt, sage ich. Gar keine Drachenwappen.
gucken, was kommt hier raus. Okay, das ist eh ein altes Teil. Ah, das wäre auch noch eine Geschichte gewesen. Wait, wie kann das auf 50% sein? Kann doch gar nicht das Mythic-Set schon haben. What? Das ist jetzt irgendwie komisch. Na gut, so viel dazu. Da muss ich dann noch abwarten. Also den können wir hier auch mal stehen lassen noch, den Char-Ding. So, okay. Schauen wir mal, was mit dem Worry noch am Start ist. Okay, wir hätten einen Kopf und wir hätten einen Trinket. Item Level bräuchte noch einen kleinen Push. Dann schauen wir mal, ob ich eventuell den Kopf eher brauche. Worry. Nee, der braucht die Hände. Und Normal hat er fertig. Bleibt sich eigentlich gleich, ne? Tatsächlich wäre das Trinket der größere Upgrade-Slot. Ja, doch, wir nehmen das Trinket. Diesmal gab es leider keinen T-Mock. Habe ich jetzt hier noch die Brust? Ach, die ist auch besser. Ich schaue bei dem auch nochmal beim Timewalker-Händler da vorbei. Warte mal, ich hätte hier auch noch ein HC-Teil. Moment. Halt, das war jetzt falsch. Die Handgelenke im HC, die werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, aber wir gucken jetzt sicherheitsweise noch. Normal. D. Ah, nee, das ist Aberos-Set, ne? Da brauche ich eh keine Handgelenke. Okay, hat sie erledigt. So, dann haben wir den Priester. Warte mal, wo habe ich meine Add-ons? Faktor. Wir haben drei Teile. Okay, das sind natürlich zwei Waffenslots, ne? Wir haben einen Streitkolben. Okay, Waffe brauche ich nicht. 506er-Item. Also wenn dann die... Gut, auf das Ding wird es eh rauslaufen. Jetzt gucken wir gleich mal, ob wir es nur irgendwie upgraden müssen. Priester, was ist denn das? Schulter, Hände, Schulter, okay, ich brauch's eh. Ach, und das, glaube ich, dieses Verzauberungssymbol heißt, dass ich's noch... Nee. Ich dachte, das Verzauberungssymbol hat irgendeine Bedeutung, dass ich's nur upgraden kann. Doch, das hat es, oder? Ja, weil hier ist jetzt Brust und Schulter drin und da... Brust und Schulter... Doch, das ist das Upgrade-Symbol. Wusste ich's doch. So, ich werde aber wahrscheinlich keine Marken mit dem haben. Mit dem ich schon x-mal Schultern rumliegen. Ah, das ist 469. Mit dem bin ich auch sehr viele Timewalker-Innies gelaufen, so wie es aussieht. Ah, Marken hat er keine, schade. Gut, jetzt packen wir das mal rein. So, dann haben wir noch eine Taille. Aber die ist nur Normal-Item-Level. Die wird mir nichts bringen. Naja, die anderen Sachen kannst du auch knicken. Okay, dann haben wir es mit dem auch wieder. Sagen die Schuhe? Nee. So, dann haben wir jetzt hier meinen Archäologie-Char. Auch mit dem war ich unterwegs. Der Paladin. Aber Paladin haben wir, glaube ich, allgemein schon gut aufgestellt. Also, wir hätten einmal Set-Hosen. Und ich glaube, die nehmen wir auch auf jeden Fall. Jetzt gucke ich bloß, was wir sonst noch so brauchen würden bei dem. Bevor wir hier eine falsche Wahl treffen. Also klar, hier sind die Hosen drin und im Normal bin ich durch. Also gut, das ist eine relativ klare Sache. Wir nehmen die Hose. Das andere wäre eh ein Intrinket. Der ganze Rest, den Klump brauche ich nicht. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Magier. Oh, der ist jetzt nicht so gut equipped. Was hast du Schickes drin? Ah, der hat direkt die Brust, die würde ich brauchen. Er hätte theoretisch die Hände und die Beine. Komm, wir nehmen einfach die Brust. Die bringt mir direkt einen Timok. Das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt hier für den Rest. Hose habe ich eh schon umgewandelt. Was habe ich denn da? Okay. Item Level 43er Schuhe.
Das hinterfragen wir jetzt einfach mal nett. Ich glaube, den habe ich auch letztens über Pet Battle erst gelevelt, ne, den Char. So, jetzt gucken wir mal schnell, ob nur irgendeins von den Teilen Sinn machen würden. Also ich könnte ja eigentlich LFR sind es 2 und Normal. Normal bin ich auch schon durch, okay. Ja, gut, dann weiter. So, dann haben wir mal was ganz anderes, einen Demon Hunter. Hat mir jetzt schon lang keinen mehr. Mit dem war ich im LFR. Da war ja was. Okay, also wir haben einen Rücken. Dann haben wir eine Schulter, was mir was bringt. Und wir haben eine Lederbrust, die mir was bringt. 3 Slots, ne? Eigentlich hätte ich gesagt, ich nehme den Rücken, weil das halt ein bestimmtes Item ist. Aber, ja, Demon Hunter, schwierig. Komm, ich nehme die Brust, glaube ich. Was ist da noch? Das ist nur eine normale Brust. Der so auch noch irgendwas? Der hätte jetzt hier noch eine Taille zum Beispiel. Warte mal, schauen wir mal. Das könnte sein, dass die Taille, dass die interessant wäre. Und wir haben Welpenwappen, aber keine anderen. Okay. Demon Hunter. Meine Kopfhände. Okay, das, ja, nee, Taille ist uninteressant. Nee, dann nehmen wir die Brust. Soweit das größte Upgrade. Gut, dann haben wir es mit dem auch. So, der nächste Char ist ein Priester. Und der hat auch schon einiges in Gear. Also wir haben die Auswahl zwischen einer Waffe, da habe ich sogar schon eine einhändige an, und einem Paar Schuhe. Ich glaube, wir werden die Waffe nehmen, weil die Schuhe sind eh schon niedriger an sich, außer ich kriege LFR-Item-Level T-Mog, das ich noch brauche, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, Priester-Set war nicht im Vault. Dann nehmen wir die Waffe. Oder ich sage, ich nehme die Marken. Ah, ich brauche halt die paar Item-Level noch, ne? Komm, wir nehmen die Ding. Aber eigentlich wären die Marken auch nicht schlecht gewesen. Ah, jetzt habe ich genug Item-Level, dass ich LFR queuen kann. War vielleicht doch die richtige Entscheidung. Irgendwas habe ich noch, was höher ist. Gut, der Kopf wäre noch höher, aber dann verliere ich Set. Ja, klar, Hose auch und so, aber dann finde ich Set. Ja, dann lassen wir das mal so. Gut, als nächstes haben wir noch einen Worry. Der hat noch Potenzial nach oben. Schultern. Ich meine, wir hatten vorher mit einem anderen Worry schon mal Schultern rausgezogen. Lass mich mal gucken. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, im Normal waren wir eh komplett fertig mit dem Krieger. LFR brauchen wir noch Hände und im Normal waren wir fertig. Okay, also für einen Katalysator bringt es uns gar nichts. Aber es ist natürlich ein Key-Upgrade, ne? Ganz klar. Ganz klar. So. Irgendwas, was wir reinpacken können? Nee, ne? Das. Ja, nee, da kriegen wir leider keinen T-Mog raus. So, dann haben wir jetzt noch einen Paladin. Schauen wir mal. 4, 46. Wir haben einen Kopf drin. Also klar, das nehmen wir auf jeden Fall, ne? Haben wir nochmal ein Set-Teil. Ich glaube, Paladin waren wir auch schon relativ weit. Da waren es, glaube ich, noch 3 Teile. Jetzt schauen wir mal kurz rein. Ob ich noch irgendwas anderes habe. Ups, nee, das wollte ich so nicht. So. Eins ist es jetzt nur. Es ist nur noch die Brust, die ich brauche. Und da sind wir auch fertig. Okay. Aber die Brust habe ich nicht zufällig, oder? Nee, ich habe hier noch eine alte. Eine alte Brust. Aber irgendwas kann ich nur anlegen, was besser ist vom Item-Level her. Den Ring wahrscheinlich. Jawollo. Okay, dann locken wir weiter. Gut, als nächstes haben wir noch einen Magier.
Oh ja, der ist aber auch schon relativ nah dran, ne? Im Item-Level, was ich brauche. Einen Stab und eine Hose. Die Hose ist sogar das größere Upgrade-Item. Wobei, warte mal, was habe ich denn jetzt hier noch anstelle? Aber ich habe keine Schildhand, ne? Eine Schildhand haben wir am Start. Gucken wir mal, ob ich die Hose überhaupt brauche. Magier. Hände, Schultern. Und da haben wir es. Also die Hose brauche ich gar nicht unbedingt. Komm, ich nehme die Hose. Scheiß drauf. Schildhand kriege ich bestimmt so nochmal irgendwo. Dann bin ich overall schon höher. Selbst mit dem Stab habe ich schon mehr ein Item-Level. Für 65, perfekt. Da können wir auch wieder Timewalker, nicht Timewalker hier, LFR machen mit. So, dann haben wir jetzt noch einen Hexenmeister. Der ist auch schon bei 59. Und der hat einmal Handgelenke und einmal Schuhe. Okay, da könnte ich bei beiden ein größeres Upgrade rausholen. Ich glaube, ich brauche aber wahrscheinlich gar keine Offsets, oder? Beim Hexenmeister. Das ist auch wieder ein Volt-Set. Mal gucken. Hexer. Ne, da brauche ich nur ein einziges Teil. Und das ist einmal die Brust hier. Und im Normal sind es Hände. Gut, da können wir uns dann eigentlich aussuchen, was mehr bringt. Tatsächlich die Handgelenke. Tatsächlich das. Das sind ja schon ein paar Item-Level. Gucken wir mal. Ah, perfekt. Das hat ausgereicht. Wir sind wieder bei über 463. Wunderbar. So, dolla. Dann haben wir jetzt hier noch einen Schurken. Und was haben wir Schickes? Den Kopf haben wir und Schuhe. Also für den Char wäre Schuhe natürlich ein Riesen-Upgrade, ne? Es ist auch wieder einer von meinen Speed-Chars. Aber Temok geht natürlich vor. Schurke. Brust, Hände, Beine. Das haben wir beides nicht. Okay. Ach, schau mal an. Hier wären sogar die Schuhe dabei, ne? Halt, wenn ich sie upgraden würde. Komm, wir nehmen mal die Schuhe. Legen sie mal normal an. Und packen sie in den Katalysator rein und dann gucken wir mal. Gut, ich habe halt mit dem keine Upgrade-Mark oder irgendwas. Aber falls wir dann irgendwann die richtige Währung haben, ne, können wir so noch upgraden. Halt, das tauschen wir jetzt mal. Okay. Also, mit den Schuhen hier. Wunderbar. Und wenn ich es jetzt irgendwann upgrade, da brauche ich eigentlich bloß ein paar Aspektwappen, ne? Dann habe ich es eigentlich schon. Dann hätte ich schon. So, okay. Dann haben wir jetzt als nächstes noch einen Hunter. Der ist auch schon bei 459 und der hat einen Kopf, den ich direkt brauchen kann und ein Trinket. Ja, dann nehmen wir doch den Kopf. Nehmen wir doch den Kopf. Gucken wir mal, was hier noch so drin ist beim Hunter. Na gut, klar, Schulter, Kopf und Rücken. Der braucht sogar Off-Slots, okay. Da sind nur die Schultern. Ja, aber da haben wir nichts, wo es sich lohnen wird. Nee, nichts, wo mit LFR-Item-Level ist. Schultern haben wir auch nicht. Okay, dann hätten wir es mit dem eigentlich auch schon. So, dann müssten wir jetzt den letzten Char haben. Und zwar ist das ein DK. Und dann bin ich tatsächlich mit allen durch. Fragt mich nicht, wie viele Charaktere das waren. Auf jeden Fall viele. Und ja gut, hier hätten wir einen Umhang und ein Trinket. Wird eher das Trinket tatsächlich sogar brauchen. Und jetzt gucken wir aber, bevor wir das nehmen, wie es aussieht. Vielleicht brauche ich ja doch mit dem DK den Umhang für ein Temok-Teil. Nee, da brauche ich einen Kopf und hier brauche ich Brust und Schultern.
Dann würde ich sagen, nehmen wir das Trinket. Und dann kann ich jetzt mal nochmal kurz gucken, was der für ein Gear anhat. Eventuell ist da ja noch irgendwas dabei, was wir in den Katalysator reinpacken müssten. Das ist eh schon. Brust, Schultern. Moment. Schultern? Ja, doch. Die müsste ich eigentlich die Normal-Schultern kriegen. Also die könnten wir theoretisch in den Katalysator packen. Müsste eigentlich gehen. Mal. Die habe ich wahrscheinlich das letzte Mal nur nicht gemacht, weil ich keine Aufladung mehr hatte, schätze ich jetzt mal. So, jetzt schauen wir doch mal. Schultern. Tatsächlich. Guck mal, die bringen mir noch was. Tatsächlich. Na wunderbar. So, dann sind wir jetzt aber tatsächlich mit allem durch. Haben alle Vaults geöffnet, einige T-Mogs rausgezogen und ja, die Woche werde ich jetzt keinen Time Walker laufen können, weil kein Time Walker Event am Start ist. Aber ich werde meine Chars wahrscheinlich ein bisschen durch Open World Content Ticken noch gieren, dass die LFR laufen können. Beziehungsweise mit denen, die schon LFR laufen können, mache ich ein bisschen LFR, farm da ein bisschen T-Mog und dann werden wir sicher nochmal den ein oder anderen Vault nächste Woche öffnen können. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart bei dem ewig langen Opening-Video. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.